willkommen zu einem neuen Update. Wir schreiben die Kalenderwoche 51. Mein Name ist Ramon Haag, ich bin professioneller Trader und Anleger und ich führe das für jeden investierbare Wikifolio Quantissimo. Das wollen wir uns auch zu Beginn direkt anschauen. Ist in dieser Woche auch wieder super gelaufen. Aktuell 19,7% Performance seit dem 13.03. diesen Jahres und da hängt ein für jeden investierbares Zertifikat dran und dieses Zertifikat wurde aufgelegt am 16.05. und seitdem hat es 12,8% gemacht. Sehr erwähnenswert bei einem ziemlich geringen Drawdown, also zusammenhängenden Kapitalverlust von lediglich 5,3% und ebenfalls sehr erwähnenswert, mittlerweile eine Gesamtinvestitionssumme in dem Zertifikat von 302.000 Euro. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, das die Anleger und Investoren hier in mich setzen. Wir wollen uns direkt auch die Positionierung anschauen und dazu schwenke ich einmal gleich rüber, um die Allokation genauer zu beleuchten. Du siehst hier, was die einzelnen Werte angeht, ist das Portfolio gar nicht so reich bestückt. Es sind nämlich zwei Werte an der Zahl. Ein währungsbesicherter ETF auf den S&P 500, der macht 80% der Gesamtinvestitionssumme aus und die restlichen 20%, die liegen aktuell im Geldmarkt. So, jetzt gucken wir mal genau auf die 80%, denn das sind vier Teilhandelssysteme, die hier investiert sind, nämlich das klassische Momentum-System und zwei zusätzliche Momentum-Systeme mit unterschiedlichen Filtern und Puffern und zusätzlich noch mein High-Out-System. Wo es aktuell keine Positionierung gibt, ist das Low-Range-System. Darauf kommen wir später nochmal ganz genau zu sprechen und wie gesagt, die restlichen 20%, die liegen aktuell in einem Geldmarkt-ETF. Und so sah sie aus, die Handelswoche, dann doch ganz turbulent am Ende, wobei es lag eigentlich nur an einem einzelnen Tag. Die Indizes insgesamt halten sich aber alles in allem weiter auf hohem Niveau. Und an diesem Tag mit diesen roten Kerzen hier, das war der 20. Dezember, da gab es einen kurzen Schockmoment, als der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq durch die Bank weg um mehr als 1% in die Knie gegangen sind. Und auf die Schnelle konnte man da auch gar nicht so wirklich einen Grund für finden, außer natürlich den einen Grund, der es halt immer ist, nämlich es waren halt mehr Verkäufer als Käufer im Markt. So einfach ist es und im Zweifel waren es dann eben Gewinnmitnahmen, aber im weiteren Wochenverlauf, und das sehen wir ja hier ganz schön, konnten sich die Kurse dann wieder nach oben bewegen, konnten sich erholen und da waren sie plötzlich weg, die Gewinnmitnehmer und die Ampel stand wieder auf grün sozusagen. Und beim Stichwort grün vielleicht mal ein erster ganz kurzer Ausblick auf 2024. Ich glaube so grundsätzlich, dass die Kurse hier auch noch ordentlich Potenzial haben, wobei die Herausforderungen aus meiner Sicht schon größer werden dürften. Vielleicht um jetzt die Erwartungen nicht zu hoch zu stecken, der größere Ausblick auf das Jahr, den würde ich dann wirklich nächste Woche nochmal machen, also wirklich in der letzten Kalenderwoche, aber ein, zwei Sätze vielleicht dazu, warum ich glaube, dass es volatiler werden wird. Wir haben ein Wahljahr in den USA. Donald Trump ist aktuell der aussichtsreichste Kandidat. Wir alle wissen, dass die geopolitischen Herausforderungen sehr groß sind. Das Thema Zinsen wird ein riesengroßes Thema bleiben. Das Thema Rezessionssorgen wird uns sicherlich auch noch begleiten. Und alles in allem, wie gesagt, erwarte ich ein eher volatiles Jahr. Mit dem oder vor diesem Hintergrund glaube ich aber natürlich trotzdem, dass ich mit meinen Handelssystemen hier ganz gut durch dieses schwierige Fahrwasser kommen werde. Und das ist genau das Stichwort. Wollen wir uns mal die Signale in den Handelssystemen dieser Woche genauer anschauen. Auch in dieser Woche gab und gibt es Handelssignale und zwar in der Low-Range-Strategie. Manchmal kommt es anders, als man erwartet und deswegen sind wir auch aktuell mit
80% im S&P 500 ETF währungsbesichert, muss man immer dazu sagen, investiert. Denn es gab ein Ausstiegssignal im Low-Range-System und zwar mit Überschreiten des 200-Tage-Hochs durch den Schlusskurs. Und dieses aktuelle Überschreiten seht ihr hier in dieser oder gekennzeichnet mit dieser linken Ellipse hier an der Stelle. Und das hat dieses Kaufsignal dann ausgelöst entsprechend. Die Situation, die gab es ein paar Tage vorher schon mal, aber damals hatte ich ja auch drüber gesprochen, gab es gleichzeitig ein Kaufsignal und die beiden gegensätzlichen Signale haben sich einfach gegenseitig aufgehoben. Also wenn ihr mal schaut, hier an der Stelle Anfang oder Mitte Dezember, da sind wir schon mal hier mit dem Schlusskurs über das vorherige Hoch, also über die blaue Linie. Aber es wurde kein Verkauf ausgelöst. Glücklicherweise, Kurse sind ja dann ordentlich nochmal nach oben gelaufen. Aber jetzt war es halt soweit, der Verkauf wurde ausgelöst, 20% der Investitionssumme wurden verkauft und unterm Strich war das ein sehr schöner Trade vom 22.11. bis zum 19.12. mit ganz gutem Profit. Und dann kam jetzt der letzte Freitag und da gab es tatsächlich dann wieder ein Kaufsignal im selben Handelssystem. Warum? Weil die Kaufsignale so ausgelegt sind, dass ich nach der geringsten Intraday-Range schaue der letzten Tage. Also Intraday-Range heißt, ich schaue mir die Differenz an zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schlusskurs. Und wenn diese Differenz die geringste Spanne der letzten Tage aufweist und die Kurse insgesamt auf hohem Niveau sind, dann entsteht dieses Kaufsignal. Und es ist jetzt auch entstanden, aber eben noch nicht umgesetzt. Ja, es ist mit Schlusskurs Freitag entstanden und wird dann zum nächsten Handelstag umgesetzt. Und ganz ehrlich, das nervt mich ein bisschen, weil ihr wisst es vielleicht, wenn nicht, dann sage ich es euch. In Deutschland wird erst wieder am 27. Dezember gehandelt, in den USA schon wieder am 26. Dezember. Das heißt, es wird so ein bisschen eine Diskrepanz geben und ich bin halt immer super genervt davon, wenn ich die Handelssysteme nicht 100% genau umsetzen kann. Und das wird jetzt auch wohl so kommen, denn am 26. sollte die Umsetzung sein in den USA, kann ich aber nicht machen, weil im Wikifolio und insgesamt in Deutschland wird ja erst am 27. gehandelt. Von daher Umsetzung bei mir dann eben am 27.12. Allerdings könnte noch eines passieren, dass am 26.12. es in einem anderen Handelssystem, nämlich in meinem High-Out-System, zu einem Ausstiegssignal kommt. Das würde dann passieren, wenn wir das kurzfristige Hoch überschreiten, das 10-Tages-Hoch auf Schlusskursbasis, das liegt, glaube ich, bei 4.768 Punkten. Ja? Roundabout nagelt mich nicht auf den einzelnen Punkt fest. Aber wenn das am 26. passiert, naja, dann bleibt in der Positionierung bei mir alles beim Alten, außer dass ich halt nicht am 26. gekauft habe und dann eben am 27. wieder verkauft, sondern eben, dass ich bei meiner 80% Gewichtung insgesamt geblieben bin. Wie es am Ende ausgehen wird, das erfahren wir nach Weihnachten und hinterher sind wir wie immer natürlich schlauer. Ah, was ich natürlich noch ganz vergessen hatte und immer gerne mache, euch die einzelnen Handelssysteme in der langfristigen Betrachtung zu zeigen. Also das, was ihr hier jetzt im oberen Bereich seht, ist die Kapitalkurve des Low-Range-Systems, in dem die Signale entstanden sind. Und das sieht natürlich wie immer toll und wie an der Schnur gezogen aus, wenn man einfach rauszoomt und das Ganze sich anschaut für den S&P 500 seit 1950. Aber ist natürlich am Ende kurzfristig auch immer mit Schwankungen verbunden, die ich möglichst gering halten möchte. Das ist einfach mein Anspruch und so wünsche ich mir das und ich denke, hier bei der Performance-Kurve kann auch keiner meckern. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache, denn ich war kürzlich zu Gast in einem Podcast als Interviewgast, nämlich dem Podcast von Ulrich Eckert. Ich verlinke euch das Ganze hier auch unter dem Video, dann könnt ihr euch das auf beliebten Podcast-Portalen, wie zum Beispiel, wie ihr hier seht, auf Spotify anhören. Es gibt aber auch ein YouTube-Video dazu, beziehungsweise ist natürlich dann nur eine Tonspur, weil Podcast, aber einfach auf YouTube hochgeladen. Und das war einfach eine super Gelegenheit für mich, hier über das Thema regelbasierte Handelsstrategien
zu sprechen. Und ich bin froh, wenn ihr auch Interesse habt. Dann kann ich natürlich meine Erfahrungen, mein Know-how, meine Expertise, wie auch immer, hier gerne mit euch teilen. Also hört es euch gerne an. Und ansonsten bleibt mir am Ende natürlich noch eines, euch allen Lesern, Hörern, Interessenten, Anlegern, Investoren ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und natürlich erfolgreiche Investments. Wie immer, wenn ihr Interesse habt, euch mein Wikifolio anzuschauen, dann könnt ihr das gerne tun, wird ebenfalls unter dem Video verlinkt. Und wenn ihr noch weitere Infos zum Thema regelbasierte Handelsstrategien, zu meinen Ideen und so weiter haben möchtet, dann lest euch auch gerne mein kostenloses E-Book durch. Auch das werde ich euch verlinken. Nochmal schöne Weihnachten, viel Erfolg und wir hören uns, sehen uns das nächste Mal. Dankeschön.